Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Journey of Life mit eurem Bobas. Und ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet, noch nicht allzu viel, aber doch ein bisschen was. Und da würde ich gerne mit euch jetzt gemeinsam weitermachen. Ah, okay, das ist fertig. Den da möchte ich noch drauflegen. Vielleicht hier seitlich. Ich weiß nicht, ich möchte nämlich nicht, dass der verbrennt. Von daher bleibe ich lieber mal damit stehen, dass ich den jederzeit dann wegnehmen kann. Weil ich glaube nämlich, dass der verbrennt, wenn ich ihn zu lang drauf liegen lasse. Und ich möchte natürlich mir schon irgendwas Leckeres aufheben, dass wenn mein Magen hier wieder knurrt, und naja, eigentlich tut er das ja schon fast, dass ich auch mal was verbrannt. Na super. Wie soll ich denn das dann bitte machen? Habt ihr vielleicht eine Ahnung? Vielleicht mit dem Kochtopf oder sowas, dass ich die Krabbe dann da reintun muss? Möglich wäre es, ne? Denke ich mal. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar von diesen Ingots. Wir brauchen Eisen-Nuggets, und zwar 5 Stück. Ich habe die jetzt mal hier reingetan. Moment. Moment, tu mal eins wieder zurück. Was kommt dann da drauf? Einen Aluminiumklumpen habe ich noch. Ich habe nämlich ein bisschen was an Eisen gefarmt jetzt, dass wir da vorankommen. So, ich habe jetzt natürlich dummerweise mein Feuerzeug rausgeschmissen, aber das nehme ich gleich wieder. Moment, jetzt tun wir erst einmal die Dinger hier rein. Da hoffe ich ja immer, dass die wirklich drin bleiben auch und nicht wieder seitlich rausglitschen. So, wo ist es? Hier. Zack. Und einmal anmachen. Jawohl, Flamme passt ja. Das ist gut. So, dann kann ich dich wieder daherlegen. Das Feuer brennt auch noch. Was auf jeden Fall gut ist an dem Ding, jetzt muss ich mal daher, dass ich von diesem Eisen im Grunde, ich glaube, 15 Brocken oder sowas hier reinschmeißen kann und gleichzeitig erhitzen kann. Das ist natürlich schon von Vorteil. Moment, jetzt muss ich das mal ganz kurz in die Hand nehmen, dass mir das abkühlt. Das ist nämlich auch wichtig. So, dann kann ich dich eigentlich ausmachen. Das können wir noch laufen lassen. Ah, okay. Ist schon fertig. Take out. Zack. Und zack. So, wir haben ja festgestellt, dass wenn man den Eisenbarren hier drauf legt, dann kann man den bearbeiten, wenn ich den Hammer quasi in die Hand nehme. Ich warte jetzt bloß noch ganz kurz. Ich habe das jetzt halt einmal schon gemacht. Ich habe mir jetzt halt quasi so eine Iron Plate mal hergestellt. Und da interessiert es mich dann natürlich, wenn ich noch eine zweite mache. Moment, kann ich das? Ja, geht. Weil das muss ich jetzt halt natürlich erhitzen. Und dann muss ich im Grunde mit dem Hammer dieses Ding bearbeiten. Jetzt muss ich nur mal warten. Man sieht, glaube ich, hier irgendwo die Temperatur von dem Ding. Ah, hier. Okay, also dann können wir das nämlich nehmen. Wir können es da drauflegen, dann glüht es. So, dann können wir hier auswählen mit dem Mausrad. Wir brauchen Iron Plate. Dann Confirm. Und dann müssen wir mit dem Hammer da drauf rumklopfen. Und es ist ein bisschen schade, dass man da keinen Sound dabei hat. Mir fehlt so ein bisschen der Schmiedesound. Das wäre echt super, wenn es das gäbe. So, beim letzten Schlag hat es gepasst. Dann mache ich das dann nochmal ganz kurz. Dann nehme die Iron Plate raus. Und die tun wir dann mit der hier. Kann ich die stacken? Oh ja, kann ich stacken. Das ist super. So, ich esse jetzt mal diese Grubbe. Ja, das haut schon einiges hoch, ne? So, ich habe hier auch schon wieder was hergestellt. Das heißt, ich kann an den Tisch, und dann wollte ich, Werkzeuge war das, glaube ich. Ja, diese Laterne können wir jetzt mal herstellen. Can't be filled with oil. Allerdings weiß ich noch nicht, wie ich Oil herstelle. Aber ich vermute, dass ich da, ich habe hier noch, na, Kohlestaub, Leimdust. Das irgendwie muss ich auf jeden Fall Öl herstellen können. Und das geht mit Sicherheit mit irgendeiner zusätzlichen Station. So, mit welcher? Pottery bestimmt nicht. Brechtisch, Konnektoren, Wasserrad, das ist zum Zerbrechen. Die Sägemühle, Farmplot, Handgrind, ne? Handgrind ist ja das Ding hier.
Plank Steamer. Achso, das war ja die Drechselbank. Dann haben wir hier zum Wasseraufheben die Werkbank. Wir hätten den Drawing Table, müssten wir noch herstellen, weil den habe ich noch nicht. Das können wir. Federn? Oh Gott, wo kriege ich jetzt Federn her? Ich habe massenhaft Federn in dem anderen Hüttchen unten am Strand. Unsere erste Base, die wir da hatten. Gerader Stock. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich hier irgendwie Öl gewinnen aus irgendeiner Pflanze oder sowas. Das wäre natürlich auch möglich. Aber dazu müssen wir jetzt erst einmal das Ding hier herstellen. Ich hoffe, dass ich irgendwie Federn finden werde. So, jedenfalls jetzt im Moment habe ich es noch nicht. Wir haben jetzt zumindest mal eine Laterne. Und ich denke mal, dass diese Laterne einiges braucht an Öl. Was kann man hier? Lights up, environment can be filled with oil. Naja. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Oder vielleicht, ich nehme mir immer vorwärts auf. Vielleicht fällt mir da auch noch was ein. Also, so, Moment. Backward. Lass mir das aber wieder laufen lassen. So nebenbei. Jedenfalls, wir brauchen auch noch ganz viel Stein. Also, da kommen wir nicht drum rum. So, die Pötte müssten jetzt eigentlich so gut wie abgekühlt sein. Das ist in Ordnung. Ich würde ja gerne die Pötte auf den Tisch stellen. Jetzt ist nur die Frage, kann ich den Tisch jetzt bewegen oder nicht? Ich kann den Tisch nicht bewegen, oder? Kann das sein? T ist Baumodus, aber das bringt mir ja nichts. Ich kann den Tisch nicht bewegen, ne? Also da, wo ich den hinstelle, da steht er. Genauso der Stuhl. Ist ein bisschen schade, würde ich sagen. Weil ich hätte schon gerne den Tisch irgendwo anders hingestellt, aber gut, dann muss ich den halt nochmal abbauen bei Gelegenheit und dann einfach nochmal aufbauen. Was haben wir denn hier noch alles liegen? Da haben wir auch noch ganz viel Eisen oder sind das nur Steine? Ne, das sind nur Steine. Na gut. Einmal die Pickaxe in die Hand genommen. Moment, wir können ja hier noch ein paar Kalksandsteine herstellen. Moment, herstellbares. Hier, Kalksandstein. Wie viel können wir machen? Naja, 7 Stück zumindest, ne? Craft. Und dann nehmen wir mal alles, was ich jetzt da noch habe. Zack, zack. Da haben wir den Tonziegel noch, den brauchen wir aber nicht. So. Den haben wir in die Hand genommen. Weil dann braucht man nämlich für hier. Ach nee, Moment. Erstmal die Säulen, ne? Ohne Säulen geht nämlich gar nichts. Da fehlt noch ein. Ach so, der baut ja immer gleich zwei Sachen, wenn man die nebeneinander hat. So, Kalksäulen, ne? Kalk, Kalk. Kalk, Kalk. Haben wir noch mehr? Ist der noch am Fertigen? Ich weiß es nicht. Nee, ist er nicht mehr. Tonziegel. Ich weiß nicht, warum ich Tonziegel habe, so viele. Aber ist egal. So, wir hätten dann schon mal diese Wand. Dann haben wir noch, zack, diese Wand. Und da können wir zumindest mal. Ach doch, können wir auch fertig machen. Cool, damit hätten wir die untere Schmiede quasi schon mal fertig. Das des Holzes stört mich gar nicht, weil man kann hier im Grunde Kistenlager hermachen auch. Keine Ahnung, für Stroh und sowas wäre auf jeden Fall sinnvoll, wenn wir sowas auch machen. Da habe ich eigentlich nichts drin im Moment. Ich kann das nochmal auffüllen, dass es wieder voll ist, aber ausmachen. Das können wir eigentlich auch. Zwar auffüllen, aber ausmachen. Und das Ding könnten wir eigentlich auch auffüllen. Zack. Dann haben wir bloß noch eins von diesen Dingern da liegen. Ist okay. Gut, alles ist aufgefüllt. Für was ich die dann irgendwann vielleicht mal brauche, weiß ich noch nicht. Das werden wir sehen. So, jetzt haben wir zumindest schon mal eine Laterne aufgebaut. Was haben wir da gesagt? Gerade stecken, ne? Ah, habe ich die kaputt gemacht? Nee, gerade Stock, das ist gut. Warte mal, da muss ich dann nämlich noch welche herstellen. Dann nehme ich die Axt dazu.
Treffen muss man sie halt, ne? Ja, okay, das geht nicht. Seltsamerweise geht's mit dem Hammer. Keine Ahnung warum. Nein, nicht die langen Stock. Langen Stock bitte da liegen lassen. Wir brauchen nur die geraden Stöcke. Gerader Stock, gerader Stock. Dann haben wir 9, 10, 11. 12, 13, 15 brauchen wir, ne? So. Achso, ich habe ja... Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall genug. So, wie viele Längestöcke sind das noch? 3 Stück? Gut. Können wir die noch aufheben, dann passt es. So, dann können wir da schon mal drauf dreschen. Können wir schon mal die ersten geraden Stöcke zumindest verbauen. Aber uns fehlt immer noch eine Feder. Und ich denke schon, dass der Tisch entscheidend ist, gerade für, um das Öl herzustellen. Vermute ich jetzt mal. Ob es denn so ist? Wir werden sehen. So, das passt auch alles. Wir brauchen auf jeden Fall viel Zeug für Stein. Also für die Kalksteinziegel. Und die Höhle, die leert sich so langsam, aber es ist immer was da. Ups. Iron Deposit brauche ich jetzt nicht. Ich mache mal die Limestone weg. Limestone weg. Man braucht halt sehr viel davon, ne? Das ist, aber zum Glück kriegt man auch viel raus aus so einem Stein hier. Zumindest 7. Aber ich hatte, glaube ich, auch schon mal 8 oder 9 aus einem. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt Größe entscheidend ist, weil ich hatte da auch schon kleinere liegen. Und da kam mehr raus aus als bei manch großen. Aber ich denke, so 7 ist ein ganz, ganz guter Schnitt. Jedenfalls mache ich das zusammen mit euch. Weil die Basis, die bauen wir ja gemeinsam. So, ich mache nur noch das Inventar voll. Also einmal quasi. Dann können wir wieder was herstellen. Reichen tut es natürlich bei weitem nicht, das ist klar. Und noch einer. So, da haben wir jetzt zum Beispiel mal 8 rausbekommen. Mal schauen, wie viel wir da rausbekommen. Reinpassen tut eh nicht alles. Und 4, 5, da sind es jetzt wieder bloß 6 Stück, ne? Okay, Moment, dann eben da noch. Brauchen noch 5 insgesamt, dass ich das meine Tasche voll habe. 5, jawohl, gut. Den Rest kann ich dann lassen. Ja, manchmal hakelt es ein bisschen. Das Eisen werde ich auch noch wegmachen. Da werde ich mir, habe ich ja schon mal gesagt, Kisten herstellen. Dann kann ich nämlich immer so eine Tasche voll farmen. Dann haue ich das in die Kiste. Wieder farmen, wieder Kiste. Dann kann ich da nämlich auch mal ein bisschen was vorbereiten. Was ja auch schon sehr wichtig ist. So, Limestone Dust. 40 Hammer. Da wäre Mausrad sehr gut, wenn man das nutzen könnte. So, Craft, dann kannst du auf jeden Fall schon mal loslegen. Und ja, Sonne geht unter. Wunderbar. Sehr viele Kleinigkeiten sind halt immer zu machen, ne? So, jetzt warte mal. Das hier raus. Dann nehmen wir uns mal einen Topf. Hold E to drink. Zack. So, dann können wir den wieder da herstellen. Dann haben wir das immer schön beieinander. Ich würde sagen, ich hau mich jetzt halt gleich ins Bett. Er steht ja immer in der Früh, also um eine bestimmte Zeit auf. Von daher, ich nehme mir da jetzt einmal was raus, was ich dann da unten wieder mit hinlege, dass wir wieder nachfeuern können. Ah ja, es geht halt Step by Step. Es ist auf jeden Fall sehr gut umgesetzt, muss ich sagen. Für ein Let's Play
ist es natürlich schon, ich muss sagen, muss man natürlich schon einiges an Zeit reinstecken. 15, mach mal. Craft, hätten wir den noch? Zumindest 4 Stück, ne? Es geht halt so Schritt für Schritt voran. Oh, da liegt auch noch einer. Okay, Hammer. Gut. So, ich weiß nicht, ob ich da Fenster reinmachen sollte, ob das nicht besser wäre. Es wäre, glaube ich, sinnvoller, da Fenster reinzumachen, oder? Wie ist es denn eigentlich mit dem Dach? Wie müssen wir das herstellen? Was braucht denn das? Kann ich da drauf balancieren? 3 Bretter, 2 Meter und dreimal trockenes Rasenstück. Okay. Rasenstücke habe ich. Oh Gott, wo habe ich denn die hin? Wo habe ich denn die hin? Na, deswegen brauche ich unbedingt ein Lager. Da habe ich sie jedenfalls nicht. Hatte ich da noch eine Kiste stehen? Nee, da habe ich nichts mehr stehen. Wo habe ich denn die Rasenstücke hin? Ach, da oben in die Kiste. Klar. Genau. Dreimal. Und dann brauchen wir 3 Bretter a 2 Meter. Das ist auch kein Problem. 1, 2, 3. Dann können wir nämlich schon mal das Dach auf der einen Seite machen. Yep. Das ist cool. So, und hier brauchen wir 5 Kalksteinziegel. Ach so, ja. Die Säule. Okay, da brauchen wir auch noch einiges. Also vom Gebäude runterspringen ist auf jeden Fall noch nicht das Problem. Da hat man noch keinen Schaden. So, Craft. Dann warten wir da mal ganz kurz. Dann können wir vielleicht da oben die Säule hinsetzen und können noch zumindest eine Wand machen. Und was ich genau jetzt da oben reinmache, ich weiß es nicht. Vielleicht lasse ich da auch oben da vorne die Plattform sein, wie sie ist. Und wir machen hier oben unser Schlafgemach hin. Ah, okay, da hat wieder hier mit draufgehauen. Na gut, dann nochmal rüber, nochmal Clay holen. Also es ist auf jeden Fall ein sehr sammelintensives Spiel, weil sonst kannst du nämlich da nicht vorankommen. Warte mal, wo war denn der Angefangene? War das der da? Ja. Noch ein Schlag. So. Jetzt wird wahrscheinlich bald das eine oder andere Werkzeug wieder kaputt gehen. Wie weit ist denn die? Naja, obwohl, das geht noch. Der Hammer ist eigentlich am meisten lediert. Axt natürlich vom Holz schlagen. Aber Holz haben wir jetzt auf jeden Fall genug noch im Schubkarren ganz viel. Aber das werden wir auch mit Sicherheit einmal gemeinsam machen, das Reparieren. Einmal voll machen. Man kommt halt nicht drum rum, leider. Ich würde natürlich auch gerne mit euch mal zu dem Boot gehen. Da machen wir dann das nächste Mal, würde ich sagen, einen Ausflug mal hin, dass man mal das andere Schiffswrack mal looten. Mal gucken, was da alles drin ist. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Vielleicht finden wir ja da auch wieder irgendwas wie die Scharniere und sowas. Ich werde auch irgendwann mal einen Trip zurück machen. Weil ich denke mal, das wird so ein Tagestrip sein. Zurück zur alten Base und da einfach mal noch ein paar Sachen holen. Da werde ich mir dann einen Schubkarren vielleicht bauen. Das ist zwar ein bisschen umständlich mit dem Ganzen, aber muss ich echt überlegen. Also
interessant wäre es auf jeden Fall, das zu holen. Andererseits, ich kann mir die ganzen Sachen herstellen, unter anderem eben auch die Scharniere, die wir ja brauchen für die Türen. So, drei Stück brauchen wir noch. Zwei und komm noch einen. Jawohl, gut. Jetzt sind wir da nämlich wieder voll. Ich würde mir nämlich gerne Türen reinbauen. Andererseits habe ich es auch sehr, sehr gerne, wenn keine Türen drin sind und ich die nicht immer auf und zu machen muss. So. Zack. Limestone Dust. Wir brauchen 46 Stück davon, oder wir machen 46 Stück davon. Ach, der ist ja noch am Herstellen. Na ja, dann Craft. So, dann können wir hier noch mal von den Kalkstein Ziegeln. Da können wir auf jeden Fall einiges machen. Craft. So, lassen wir mal uns volllaufen. Lassen wir uns mal volllaufen, weil dann können wir nämlich. Ah, Essen geht halt auch schon. Das, was mir fehlt, ist echt eine Angel, ne? Dass man hier irgendwie angeln kann. Und sorry, Gina Le Melanie, glaube ich, hat es mir gesagt, was ich reintun kann. Oder Ilona, ich bin mir jetzt nicht sicher. Und zwar diese Fishtrap. Da kann man ja irgendetwas reintun, dass man eben Fische fängt. Allerdings habe ich ganz ehrlich gesagt vergessen, was es war. Schande über mein Haupt, ne? So. Ist das fertig und das fertig? Das möchte ich jetzt mal ganz kurz angucken. Das ist cool. Das gefällt mir. Da habe ich mir erst gedacht, ob ich eine Treppe herbaue, aber das funktioniert ja nicht. Es gibt ja nur diese abgewinkelte Treppe. Ja, dass man, wenn man hierher kommt, dass man dann eben hier die Treppe hochläuft oder um die Treppe rum und dann unten rein. Da wächst ein Baum anscheinend, oder was ist das? Das ist ein Lock. Warum hängt da ein Baumstamm? Naja, gut. So, wir brauchen die Steine bitte. Also wenn, dann soll es Stein sein, ne? Das ist klar. Zack. Dann die Wände mit Fenstern. Einmal. Also wenn, dann mache ich Fenster rein. Weil ich würde gerne rausschauen wollen. Hier lasse ich es zu. Hier würde ich Fenster machen. Moment. Can place the structure requires foundation. Ja, die hier halt, ne? So, dann gehen wir mal auf Z, weil dann mache ich nämlich das hier und das hier nochmal weg. Und ich mache dann nochmal zwei Wände mit Fenster hin. Ach so, weil ich noch auf Z bin, deswegen. So. Einmal auf T. Ja, weil dann habe ich nämlich wirklich einen richtig schönen Rundumblick. Nur da beim Treppenhaus, da ist dann im Grunde nix. So, aber da könnten wir auch noch einen Pillar hinsetzen. Die falsche Richtung war das jetzt. So, einmal aus Stein und dann noch mal eine ganz normale Wand hier. Zack. So. Und dann ist die Frage, kann ich dann nochmal nach oben bauen oder nicht? Das ist auf jeden Fall auch interessant. Es gibt halt wirklich viel herzustellen. Warum ging das jetzt nicht? Craft? Doch, das geht schon. Warten wir mal ganz kurz. Dann halten wir zumindest nochmal ein paar von den Dingern hier. Schade. Jetzt wollte ich das nehmen, aber ich war in dem Baumenü, von daher ging es nicht. So, wir müssen erstmal die Pillars herstellen. Ja, und der macht halt immer gleich, ne?
Hier die Seitenwände auch mit. Stone Pillar? Ne. So, zack, zack. Zack. Gibt's noch welche? Nein. Was hast du jetzt genommen? Das sollst du doch liegen lassen. So, dann könnten wir den Stamm gleich noch raus tun. Dann können wir gleich nochmal die Säge laufen lassen. Die Äste habe ich noch. Achso, die Äste habe ich jetzt eingesteckt, alles klar. Die wollte ich nicht einstecken. Die lege ich auch einfach nur da drauf. Drei Steine haben wir. Haben wir noch irgendwas zum Herstellen? Oh ja, 21 Stück noch. Die machen wir natürlich. So, und dann lassen wir nochmal die Säge laufen. Ups. Einmal nach vorne und einmal nach hinten. Ist halt ein bisschen Baufolge heute, ne? So, was ich auch noch gucken wollte, und zwar Settlement. Da gibt es ja noch dieses Settlement not created. Ja, ich weiß, wir müssten nämlich noch einen Water Tower bauen und einen Farm Plot. Und dann würden wir quasi in der Stufe aufsteigen. Diesen Skillbaum finde ich ein bisschen komisch gemacht. Ich hoffe, da arbeiten sie auch noch dran. Metallurgie, okay, das ist weniger Problem. Aber den Farmplot, den müssen wir auch noch auf jeden Fall machen. So, einmal Backward bitte. Ah, Hunger habe ich. Sehe schon, habe ich noch... Ne, die ist leer, ne? Ah, echt blöd. Ich muss tatsächlich... Das machen wir jetzt mal gemeinsam schnell. Ich muss tatsächlich mal schnell eine Palme oder sowas fällen. So, euch lege ich jetzt einfach mal daher. Dann habe ich wieder dieses Clay-Zeug eingesteckt, dummerweise. Das legen wir einfach damit her. So, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht eine Khaki finden auf die Schnelle. Das wäre gut. Khaki-Bäume sind da, aber die sind ohne Früchte. Na gut, dann bin ich immer noch schneller runtergelaufen zum Strand. Ah ne, da sind Früchte drauf, okay. Das war mir jetzt das Wichtigste. So, ich weiß gar nicht, muss ich die ins Inventar tun? Das kann ich mal probieren. Moment. Ne, ich muss die tatsächlich alle ins Inventar tun. Use all. So, das war jetzt wieder mein Retter hier. So, einmal die da. Wir nehmen natürlich alles mit, was da liegt. So, und da use all. Dann bin ich wieder, ja, einigermaßen beieinander. Das ist okay. So, ein bisschen Zeit haben wir noch. Da, wie schaut denn das Werkzeug aus? Das ist fast abgenutzt, die Axt. Wasser ist immer voll. Da liegt ganz viel Stein herum. Auch das Ding kann ich doch, das primitive Bett kann ich seltsamerweise versetzen. Warum kann ich das versetzen, aber den Tisch nicht? Das ist schon seltsam, oder? Oder ich mache irgendwas falsch. Das kann natürlich auch sein. Aber im Grunde, ich habe nichts angezeigt hier beim Tisch. Muss ich den vielleicht wieder abreißen? Ich glaube schon, oder? Die muss ich leider wieder abreißen. Gut. Geht nicht anders. Tee wieder raus. So, dann nehmen wir den Mist mal mit. Die zwei Pötte nehmen wir mit. Ja, dann muss ich das halt hier irgendwo anreißen. Dann könnten wir uns ja da schön einen Tisch herstellen. Machen wir mal. Ah nee, warte mal. Das muss ich ja im... Doch, das geht da. Genau. Welchen Tisch machen wir? Machen wir den wieder, ne? Can't place structure is obstructed. Moment, das stellen wir schräg an die Wand.
Aber warum geht das nicht? Weil ich in der Wand drin stehe? Komisch. Warum geht er da runter? Ich würde ihn gern oben hinstellen. Geht das nicht, oder was? Geht es nur am Boden? Weil hier glitscht er nämlich in die Base rein. Okay. Nö, dann. Dann stelle ich halt da wieder einen hin. T, 2. 5x2 Bretter, da fehlen mir noch 3x2 Meter. Ist jetzt natürlich blöd, ne? Aber okay. So. Dann hätten wir den Tisch wieder da stehen. Dann mache ich das so als Art Pausetisch oder wie auch immer. Wo dann immer das Essen drauf kommt. Essen und Trinken. So. Ja. Das passt. So, wie weit ist das? Schon um einiges weit. Dann können wir noch mal Ziegel herstellen. Da einiges. Craft. So, dann können wir die Äste rauslegen. Wir können dieses Gras rauslegen. Die langen Stöcke. Natürlich auch die geraden. So, einfach alles übereinander. Da halten wir nochmal ein Brett. So. Zack. Gut. Dann können wir nämlich dann nochmal was bauen. Da würde ich das dann noch gerne fertig machen. Na komm, habe ich nichts mehr einstecken? Doch. Ach so, wegen dem Pillar wieder. Ach, und dann hat er das gleich wieder mit fertig gebaut. Er soll eigentlich das bauen, was ich will, dass er baut. Das ist zwei. Das ist doch bestimmt noch nicht alles, oder? Ja, sind die schon durchgelaufen? Habe ich die alle verbraucht? Ach, da sind noch welche. Zack und zack. Ah, ich habe wieder irgendwas. Stöcke. Bitte hin. Weil ich halt dann doch immer wieder mal E drücke, weil ich mir denke, ich muss raus aus dieser Werkbank. Gut, damit haben wir das dann auch noch geschaffen. Das ist gut. Können wir da vielleicht noch einen loswerden? Warte mal, einen haben wir doch da noch liegen. Dann könnten wir die Säule quasi fertig machen. Zack, und den Rest, den machen wir dann quasi beim nächsten Mal. Ja, da werde ich ein bisschen vorbereiten. Und dann könnten wir hier oben unsere Wohnung im Grunde einrichten. Ich denke, das ist ganz gut. Aber das ist ja blöd dann, oder? Ach nee, Quatsch. Ich muss ja da runter. Das passt schon. Jetzt habe ich gedacht, ich muss ja da runter. Aber dann wäre die Wand ja im Weg gewesen. Das lasse ich offen. Ja, das lasse ich offen. Und dann könnten wir uns hier das Bett reinstellen. So. Also das richtige Bett können wir uns dann machen. Jetzt halt für einen Anfang tut's das. Muss es ja, ne? So. Okay, klasse. Also ich finde, wir sind schon um einiges weitergekommen. Vor allem, dass wir jetzt halt hier oben das schon mal so weit haben und dass wir das Haus im Grunde, das erste Stockwerk, das gleich mal bewegen. Das erste Stockwerk im Grunde hier drauf sitzen haben, das ist natürlich super. Jo, und dann würde ich sagen, das nächste Mal machen wir wirklich das Settlement und wir werden mal das Schiff looten. Die zwei Sachen merke ich mir. Schiff looten und hier mal dann Water Tower angehen, dass wir den vielleicht mal bauen und auch mal über Farmplot drüber herfallen. Okay, super. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.